Warum pfeift ein Turbolader? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Zuallererst müssen wir unterscheiden. Und zwar habe ich ein Pfeifen bei meinem Turbolader, der schon seit 10 oder 15 Jahren oder 8 Jahren verbaut ist. Das heißt Serienfahrzeug oder leicht getuned, was auch immer. Das heißt, mein Lader fängt einfach nur aus irgendwelchen Gründen langsam an, Geräusche zu machen. So ein typisches Pfeifen. Liest man sehr oft, kriegen wir auch oft Feedback. Ah, mein Lader macht dieses komische Turbopfeifen, ist das gut oder schlecht? Das ist eher eine Verschleißerscheinung. Und dann gibt es auch noch ein Turbopfeifen oder ein Turbosauggeräusch, was man sehr oft bei, ja, ich sag mal so, getunten und leistungsgesteigerten Motoren hat. Und da gibt es verschiedene Faktoren, denn meistens sind die Bauteile neu, warum der pfeift. Das heißt, die Sachen müssen wir erstmal unterscheiden. Wir fangen jetzt erstmal an, ganz klassisch mit dem Serienlader oder Upgrade-Lader oder auch Performance-Lader, der schon ein paar Kilometer auf dem Buckel hat und der so langsam anfängt, ein Geräusch zu machen, entweder wenn ich beschleunige oder wenn ich vom Gas gehe. Aufpassen, so ein jaulendes Diff oder Getriebe, also wenn eine Lagerung im Diff oder Getriebe kaputt ist, kann sich sehr, sehr ähnlich anhören. Je nachdem natürlich, was ihr für ein Motorkonzept habt, da muss man aufpassen. Wir gehen jetzt aber davon aus, eindeutig das Jaulen oder das Pfeifen sozusagen kommt vom Turbolader. Naja, ihr wisst ja, ein Turbolader ist ja gelagert. Das heißt, ich habe eine Welle und habe entweder eine Kugellagerung oder eine Gleitlagerung. Und diese Lagerung verschleißt. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, warum ein Turbolader verschleißt oder warum die Lager kaputt gehen. Jetzt geht es ja nur darum, das ist der Zustand ist erreicht, ja? Die Lager sind verschlissen. Was passiert? Diese Welle, die sich hier dreht, hat erhöhtes Spiel. Und dadurch wird der Spalt zwischen dem Verdichtergehäuse und dem Verdichterrad ständig verändert, weil die fängt an zu eiern. Und das kann zu gewissen Strömungseffekten ja, führen, wo dann so eine Art Pfeifgeräusch entsteht. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass mein Blow-Off-Ventil hängt. Das heißt, es öffnet nicht mehr richtig oder es klemmt. Dann habe ich auch das Problem, dass die Luftsäule, die von der geschlossenen Drosselklappe zurückgeführt wird zum Blow-Off-Ventil, nicht mehr weg kann. Und dann entsteht hier auch praktisch eine gegenteilige, also hier treffen dann zwei Strömungen aufeinander, zwei Luftströmungen. Und das kann auch so ein Geräusch erzeugen, was manche wiederum ganz cool finden. Das ist dieses Tüt-Tüt-Tüt-Tüt-Tüt. Habe ich schon mal schöner gemacht, genau. Aber nichtsdestotrotz kann das auch zu komischen Geräuschen führen. Ansaugung, genau das Gleiche. Viele von euch werden feststellen, wenn ich von der Serienansaugung auf eine Performance-Ansaugung gehe, dann habe ich da auch eine Veränderung des Ansauggeräusches. Teilweise höre ich sogar die interne Schubumluftventilrückführung, wenn dies der Turbolader hat. Das heißt nichts anderes, als dass das Blow-Off-Ventil hier mit im Verdichtergehäuse integriert verbaut ist. Kurz off-topic, es gibt auch noch das Geräusch, das hört sich an wie so ein Kreischen. Das ist das, wenn die Lagerung schon so weit verschlissen ist, oder das Axiallager vor allen Dingen, dass das Verdichterrad am Verdichtergehäuse schleift. Aber wir sprechen ja hier nochmal ganz speziell vom Pfeifen. Und in der Regel kann man davon ausgehen, Szenario 1, alter Lader, Lagerung verschlissen. Dementsprechend sollte man möglichst schnell dann irgendwann den Lader entweder ausbauen und austauschen oder überholen lassen. Als letzter Punkt habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, abgasseitig, wenn da irgendeine Undichtigkeit ist, die so ganz klein ist zwischen den Dichtungen und da rausbläst, kann das auch ein sehr, sehr fieser Pfeifton sein. Also es hört sich wirklich wie ein Pfeifen an. Hatte ich bei meinem Tiguan am AGR, das war undicht. Und dementsprechend, ja, kann das natürlich auch ein Fall sein. Kommen wir zu Szenario 2. Ich habe jetzt so einen schönen, ja, ich sag mal RB26, habe ich auf Single Turbo umgebaut mit einem 700 PS Lader und habe, ja, ich sag mal beim Vollgas geben oder sagen wir VR6 Turbo, beim Vollgas geben so ein komisches Jaulgeräusch beim Ansaugen. Da gibt es jetzt verschiedene Ursachen. Ursache 1, Ansaugung. Entweder habe ich eine Abrisskante in der Ansaugung oder ich habe irgendwie einen Effekt, dass hier eine Verwirbelung entsteht in dem Übergang, der dieses Geräusch erzeugt. Oder auch beim Laderausgang,
also in Richtung Druckrohr, dass hier, wenn ihr eure Ladeluftleitung selbst geschweißt habt oder selbst gebaut habt oder bauen habt lassen, dass hier irgendwo eine Kante drin ist, die auch, ihr müsst euch vorstellen, da ist richtig Druck hinter. Und wenn da so eine Kante ist, dann entsteht da eine unnötige Luftverwirbelung. Und wenn sozusagen Luft sich verwirbelt, dann kann das an diesen Orten ein Geräusch erzeugen. Dann hatten wir noch Blow-Off-Ventil. Es gibt bestimmte Blow-Off-Ventile, dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, die ab einer gewissen Leistung zu klein sind. Das heißt, wenn ich sozusagen den Schaltvorgang habe, dann habe ich auch so ein komisches Geräusch. Könnte sein, dass mein Blow-Off-Ventil entweder nicht mehr richtig funktioniert oder zu klein ist. Aber das hört sich eigentlich nicht wie ein Pfeifen an. Ich rede ja gerade wirklich Pfeifen beim Beschleunigen oder wenn man eben vom Gas gegangen ist. Also Fazit, mein Turbolader pfeift entweder, weil er alt und verschlissen ist und die Lagerung defekt ist, oder wenn er neu aufgebaut ist und im Performance-Bereich hier irgendwas gemacht ist, dann könnte es unter anderem an der Ansaugung oder am Ladeluftsystem direkt nach dem Turboladerausgang liegen. Wenn ihr dazu trotzdem noch Fragen habt, ja, bitte schickt uns jetzt keine Videos per E-Mail. Mein Turbolader pfeift, könnt ihr das mal hören, weil Fremddiagnosen sind per E-Mail oder auch per Video sicherlich nicht schlecht, aber das muss meistens dann eine Werkstatt richtig schauen. Entweder baut ihr den Lader aus, schickt ihn zu uns oder ihr fahrt zu einer Werkstatt und lasst euch da fachgerecht beraten. Deswegen trotzdem, wenn ihr Fragen habt, natürlich kontaktiert uns per E-Mail oder per Telefon. Könnt auch in die Kommentaren schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich lasst einen Daumen hoch da, aktiviert den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr nämlich immer rechtzeitig über die neuesten Videos informiert werdet. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.